Ja Leute, ich bin heute nicht alleine in der Folge, denn Orion hat mich tatsächlich im Real Life besucht. Ja, er ist gerade hier bei mir. Orion, zeig dich doch mal. Hallo Leute, na, wie geht's? Ich bin Orion. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery, ganz genau du da draußen, der das schon mitgesagt hat. Ihr kennt ja mittlerweile das Intro und jetzt läuft's hier in Hogwarts Mystery ab wie bei Dora, indem ich euch einfach immer die Sätze zu Ende reden lasse, die ich gerade am Anfang ausspreche. Ja, Kinderserie, ahoi Leute. Ich meine, ich habe ja letztens mich auch geoutet, dass ich noch immer Caillou gucke und Caillou ist schon geil, also muss man schon sagen. Und um eure Frage vom letzten Mal zu beantworten, nein, Caillou hat mich nicht gestrikt, auch wenn ich den Soundtrack kurz in einer Folge drin hatte, aber der Kleine ist sehr sozial und ja, deswegen hat er natürlich nichts gemacht, Leute, ist klar. So, wir befinden uns hier im, auf dem Trainingsgelände. Ich wollte gerade Innenhof sagen, das wäre aber falsch gewesen. Und ja, wir haben zuletzt mit dem Gesichtsbemalungskind geredet, dass von Hogwarts Mystery als Gegenstand diskriminiert wird. Also da will ich nochmal ein Feedback von Hogwarts Mystery bekommen. Und ja, er hat uns erzählt, was wirklich zwischen Rev und Sky passiert ist. Und wir wissen jetzt, dass Sky nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Es war tatsächlich ein Unfall. Und Rev hat sie nicht absichtlich abgeschmissen. Und ja, wir werden sie jetzt mit diesem neuen Wissen konfrontieren. Und die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich viele von euch stellen, wie wird sie darauf reagieren und wird sie es eingestehen? Und vor allem, wieso hat sie das gemacht? Also gut, wir können es uns schon denken, aber ja, aus moralischer Sicht, wieso hat sie das gemacht? Also, dann lasst uns mal anfangen, Leute. Hier auf die Mission und dann mit Sky treffen. So, hallo Sky. Wieso bin ich jetzt... Ach nee, ich wollte gerade schon sagen, dass ich alleine wäre oder so, aber nee, da sind Murphy und Orion die Zwiebel-Jesus. Moment mal, wie kann der gleichzeitig im Spiel sein? Und gleichzeitig bei mir hier im Real Life, wie soll denn das gehen? Orion, hast du mir was zu sagen? Na, jetzt bist du auf einmal still, ne? Das, ja, klar. Okay, Leute, Sky wird wahrscheinlich gleich auch aufkreuzen. Da ist sie ja. Hi. Wofür möchtest du denn einen Ausgleich, Orion? Schließlich bin ich diejenige, die verletzt wurde. Schön zu sehen, dass es dir besser geht, Sky. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Erschrecke uns nicht noch einmal so, okay? Ich glaube nicht, dass wir das verkraften. Ein Klatscher setzt mich nicht außer Gefecht. Jedenfalls nicht lange. Und hey, Daniel, du siehst von der Seite aus wie Apo Red. Ey, lass mich in Ruhe, Sky. Madame Hooch meint, dass ich beim Spiel nicht mitspielen kann. Aber ich kann dem Team trotzdem helfen, den Quidditch-Pokal zu gewinnen. Und Rev dabei zu vernichten. Was das angeht. Das Kind mit der Gesichtsbemalung hat gesehen, was zwischen dir und Rev vorgefallen ist. Umwerfend. Ich kann es kaum erwarten, allen zu zeigen, was für eine Hexe Rev wirklich ist. Schon wieder! Diskriminierung, Leute! Was machen die denn mit dem kleinen Jungen? Der Arme! Er wird hier einfach als S dargestellt, als wäre er ein Gegenstand. Er ist kein Gegenstand. Er hat das Recht, ein R zu sein. Okay, Hogwarts Mystery, du hast also noch nicht dazugelernt. Du machst dir gerade die DA als Feind, ne? Ja, das sag ich dir. Also, das merke ich mir für die Zukunft. Es sagt, es war ein Unfall. Was? Darum hat es, hat es niemanden erzählt. Die meint das doch mit Absicht, oder? Die meint das doch mit Absicht, oder? Leute, sagt mal ehrlich. Jetzt sagen sie er, ja genau. Er wollte nicht, dass irgendjemand denkt, du hättest dir die Geschichte ausgedacht. Aber jetzt kennen wir die Wahrheit und können uns darauf konzentrieren, den Quidditch-Pokal zu gewinnen. Fang ganz von vorne an. Ich möchte hören, was es zu sagen hatte. Ich sag da gar nichts mehr zu, Leute. 3 Stunden, ahoi. Ja, mal Real Talk, Leute. Also, ich weiß nicht, was das soll. Warum geben sie dem ein S? Also, ich meine, irgendjemand muss das ja übersetzen und man muss doch merken, dass das nicht funktioniert. Aber naja, anscheinend nicht die von Hogwarts Mystery. Und nein, ich kann schon wieder meine Energiepunkte nicht auffüllen. Ich muss kurz raustappen, Leute. So, jetzt auf einen neuen Versuch. Ah, jetzt hat's gerade funktioniert. Okay, dann einmal die. Ach komm, wir gönnen uns direkt 2. Perfekto. Und dann wieder zurück aufs Quidditch-Feld.
Zumindest kriege ich jetzt auch direkt angezeigt, wie viele wir schon geschafft haben. Und, angezeigt wird es mir jetzt trotzdem nicht weiter. Aber zumindest ein bisschen sehen wir. Ja, Leute, also, ich bin mal sehr gespannt, ob Sky das jetzt nochmal gestehen wird. Also, noch scheint sie ja nicht so, also keine Ahnung, ich hätte gedacht, dass sie sich ertappt fühlt, aber Sky fühlt sich so gar nicht ertappt. Sie ist sogar davon ausgegangen, dass das Gesichtsbemalungskind ihre These unterstützt. Das bringt mich gerade so ein bisschen in Zweifeln. Also, ich habe so das Gefühl, dass ihre Aussage wirklich ihrer Meinung entspricht und die von Rev eben, ja, oder dass jeder sich irgendwie im Recht sieht, ohne dabei wirklich frontal zu lügen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist sehr mysteriös, was hier gerade passiert, aber ich bin mal gespannt, wie Sky sich da jetzt rausreden möchte oder was sie da zu sagen hat. Ja, Spiel, hallo, ah da, okay, einsammeln. Ihr glaubt, dass mich Rev versehentlich mit einem Klatscher getroffen hat? So hat es das Kind mit der Gesichtsbemalung erzählt. Es wollte es uns nicht erzählen, damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es die Wahrheit sagt, um 87,6%. Es hatte Angst, dass dich die Wahrheit schlecht dastehen lässt. Wenn Rev unschuldig ist, dann bin ich also diejenige, die sich Sachen ausdenkt? Das haben wir nicht gesagt. Du hast schon früher Schlüsse gezogen, ohne die Alternativen zu betrachten. Ich weiß, dass du immer davon überzeugt warst, dass es wirklich so ist. Ich dachte, du wärst auf meiner Seite, Daniel. Ein Team ist wie ein Kreis. Und bei einem Kreis gibt es keine Seiten. Naja, dann sind wir wohl kein besonders tolles Team. Oh, weia, Leute. Viel Spaß bei eurem Spiel. Ihr gewinnt bestimmt, nachdem ich nicht dabei bin, um es zu vermasseln. Ich glaube, wir haben Scheiße gebaut, Leute. Das passiert, wenn drei Typen meinen, eine gute Idee zu haben. Habt immer ein Mädel dabei. Kleiner Tipp an dieser Stelle, dann habt ihr jetzt auch wieder in der Folge was gelernt, Leute. Wenn ihr Typen seid, macht einfach keine Pläne unter euch Typen aus, sondern holt mindestens ein weibliches Wesen dazu, weil die halt, mehr mitdenken tut in der Regel. Oh Gott, ja, das ist jetzt auch nicht in die Hose gegangen, glaube ich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es so schlecht aufnehmen wird. Also, so schlecht. Sie meint es bestimmt nicht so. Es ist wichtig für Sky zu gewinnen. Sie beruhigt sich bald wieder. Ich dachte, dass die Wahrheit Sky bei ihrer emotionalen Heilung helfen würde, dass sie unser Team zusammenbringen würde. Aber stattdessen ist unser Team zerrissen. Sollen wir mit Rev über diese Sache reden? Ich sehe eine Chance von 76,4%, dass sie es besser aufnimmt als Sky. Wir müssen diesen Konflikt lösen, um ihn als Team hinter uns zu lassen. Ich werde mit Rev sprechen und hoffentlich erprügelt sie mich nicht. Jetzt kennen wir die Wahrheit und können uns endlich auf das Spiel konzentrieren. Und Ravenclaw kann dasselbe tun. Jetzt kommt es darauf an, den Quidditch-Pokal zu gewinnen. Oh weia. Ja, ich bin echt gespannt, Leute. Also irgendwie verwirrt mich die ganze Situation gerade. Ich hätte ehrlich gesagt eher erwartet, dass sich Sky ertappt fühlt. Aber sie scheint eher, ja, aufgebracht zu sein, dass wir das immer noch unterstellen. Also scheint sie ja doch nicht gelogen zu haben. Ich bin verwirrt. Mit Rev reden. Ich bin bei der Pokalvitrine. Beeil dich, wenn du mit mir reden möchtest. Okay, Leute, dann lass es uns hinter uns bringen. Lala. Ach so. Toll, da wollte ich gerade nach da switchen und da geht's schon los. Übrigens ist mir das auch schon zweimal im Off passiert, dass ich einfach hier in das untere Stockwerk gegangen bin, also in dieses, wo ich jetzt gerade bin. Und dann hat das Spiel einfach von selbst die Story weitergeführt, weil ich da einfach nur kurz hingehen musste. Und ich musste nicht mal was auswählen und es hat die Story schon weitergemacht, aber ja, ihr habt nichts Wichtiges verpasst, das kann ich euch sagen. Was willst du? Ich möchte dir nur sagen, dass wir wissen, dass du die Wahrheit über den Vorfall mit Sky gesagt hast. Und ich mich dafür entschuldigen, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ach so, und mich dafür entschuldigen, dass ich dich... Ja, ist richtig, Daniel. Ich bin schon so verwirrt von der ganzen Grammatik, Leute. Worauf willst du hinaus? Jetzt können wir die Sache hinter uns lassen und uns auf das Spiel konzentrieren. Wir können ein schönes, sauberes, sportliches Spiel um den Quidditch-Pokal austragen. Was meinst du? Genug. Verzeihung? Das ist das zweite Mal, dass mich Parkin für etwas beschuldigt, das ich nicht getan habe.
Und das zweite Mal, dass du hinterher ankommst, um den Friedenswächter zu spielen. Ich habe dir deine Show schon beim ersten Mal nicht geglaubt. Und ich glaube dir auch jetzt nicht. Das ist keine Show. Versuchst du immer noch, diese Sache auszubügeln? Ich versuche es. Ich versuche einfach nur, euren Streit beizulegen. Das ist nicht das erste Mal, aber du wolltest es mir ja nicht glauben. Du kannst keinen Streit beilegen, wenn du nicht zugibst, dass du einen Fehler gemacht hast. Das verstehe ich nicht. Aber ich verstehe viele Dinge nicht. Was habe ich falsch gemacht? Du hast Parke nicht davon abgehalten, Lügen über mich zu verbreiten. Du hast erst etwas dagegen unternommen, als es auf dich zurückgefallen ist. Und jetzt musst du eben die Folgen dafür tragen. Nicht vergessen, Granger, dein nächstes Spiel ist gegen uns. Ravenclaw hat keine Schwächen. Wir haben kein einziges Spiel verloren. Wir auch nicht, du Dovi. Wir auch nicht. Bisher hattet ihr Parkin. Ohne sie habt ihr keine Chance. Das stimmt nicht. Wir haben... Daniel Granger! Hey, hi! Achso, oh. Du und Parkin, ihr habt die Sache angefangen. Ich werde sie zu Ende bringen. Oh, Schande, Leute. Ich glaube, wir sind am Arsch. Also so richtig. Teil 2 abgeschlossen. 3 Edelsteine, 200 Münzen. Dankeschön, Spiel. Und Quest für den Quidditch-Pokal Teil 3. Es ist beinahe Zeit für das Finale vom Quidditch-Pokal. Finde Ruffs Schwäche heraus. Kitte... Was? Kitte, zerbrochene Verbindung? Ach so, Kitte, so heilen, weißt du? Und suche nach Inspiration, bevor die Zeit abläuft. Starten. Ja, Leute, das ist jetzt auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe mit Orion treffen. Wir sollten uns jetzt treffen. Wir können über Rev sprechen, bevor das Training beginnt. Alles klar, ich will nur mal gerade kurz gucken. Oh, weia. Ja, okay, also das Event ist doch nicht wesentlich kürzer. Die Aufgaben oder die Teile sind einfach länger. Ja, wollen wir uns jetzt mal mit Orion treffen. Und Currywurst Pommes bleibst du bei mir? Danke. So, mit Orion treffen. Oh, schon wieder mein ganzes Team, das mit mir reden will. Ey, hallo. Ich habe in Geschichte der Zauberei geschlafen, darum habe ich so frische Augen. Warum spreche ich die überhaupt an? Mach dir keine Sorgen um die Klatscher, Daniel. Ich passe auf dich auf. Danke. Ich bin aber Aporion. Ach so, nee, das bin ich ja nicht. Hallo Orion, wie geht's dir? Hast du mit Rev gesprochen, Daniel? Wie ist es gelaufen? Jetzt weiß sie, dass wir wissen, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Ist mies gelaufen, Rev ist furchtbar. Ist mies gelaufen. Es ist ziemlich mies gelaufen. Ich glaube, sie ist eher noch wütender als vorher. Ja, sie hat fest vor, uns im letzten Spiel zu vernichten. Das ist bedauerlich. Statistisch gesehen hatten wir eine Chance von 98,3%, diese Geschichte zu lösen, als wir mit Rev gesprochen haben. Immerhin bedeutet das, dass wir statistische Ausreißer sind. Aber es bedeutet auch, dass Guy recht hat. Zumindest damit, dass Rev Schwäche angeht. Ihr müsst Rev besiegen, wenn ihr Ravenclaw schlagen und den Quidditch-Pokal gewinnen wollt. Hast du etwas herausgefunden? Nichts. Sie ist anscheinend die ultimative Treiberin. Moment mal, das kann man auch falsch verstehen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass das Spiel mich als ein Gegenstand bezeichnet. Achso, dass ihr nach Revs Schwäche sucht. Woher weißt du das? Ist das nicht offensichtlich? Ja, mindestens so offensichtlich, wie dass du keine Teekanne bist. Ich habe mich mies gefühlt, nachdem ich Sky und das Team verraten habe, als ich euch erzählt habe, was mit Rev passiert ist. Darum wollte ich es wieder gut machen. Ich habe einige Ravenclaw-Jäger beim Gespräch belauscht. Und ich habe etwas gehört, das euch helfen könnte. Wirklich? Das ist fantastisch. Erzählst du es uns, Gesichtsbemalungskind? Und zwar möglichst schnell. Daniel und ich müssen gleich zum Quidditch-Training mit unserem Team. Deswegen mach bitte nur eine 1-Stunden-Aufgabe daraus. In Ordnung. Ich habe herausgefunden, dass... Das war so klar. Das war nicht klar. Was hat denn Orion gerade zu dir gesagt, Gesichtsbemalungskind? Weißt du, erst setze ich mich für dich ein, dass Hogwarts Mystery dich diskriminiert und jetzt haust du mir eine 8-Stunden-Aufgabe zwischen die Beine? Ich glaub's ja wohl nicht. Naja, dann hauen wir die mal schnell durch. Das wird unsere ganzen... Oh Gott.
Oh Gott, das wird unsere ganzen Energiepunkte kosten, Leute. Wir sind voll am Popo. Ja, alles klar. Das heißt, das wird die letzte Folge sein, die ich mit meinen jetzigen Edelsteinen und Energiepunkten machen kann. Danach werde ich mir erstmal ein neues Paketchen gönnen, Leute. Weil ich muss das Nebenevent ja durchkriegen. Das heißt, ja, das ist definitiv wichtig. Das werde ich auch machen, Leute. Von daher, ja, müssen wir die Zähne zusammenbeißen, beziehungsweise die Brieftasche öffnen. Brieftasche, ahoi. So, so, bestätigen nochmal, konzentrieren. Eigentlich muss ich jetzt gerade eh nicht aufpassen, weil wir hatten am Anfang irgendwas mit 70 Energiepunkten und die werden eh alle bei einer 8-Stunden-Aufgabe draufgehen. Von daher, ja, einfach durchzimmern, 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 durchzimmern. Und zuhören natürlich. So, lernen nochmal. So, einen haben wir noch. So, und das war's jetzt. Gut. Können wir das hier drin aktivieren? Ach, oder wir können es ja auch so machen. Stimmt. Was nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, ich nehme das mittlere Paket, weil ich denke mal, die Energiepunkte müssten jetzt für die 8-Stunden-Aufgabe insgesamt reichen. Ich hoffe es jetzt sehr. Naja, erinnern nochmal. Es wird enger. Es wird enger. Noch 12. Oh oh. 3 haben wir hier nochmal. Ah, es ist immer noch nicht geschafft und wir haben nur noch 6. Ja, dann nehme ich die 4, dann sollte es ja eigentlich reichen, oder? Es reicht immer noch nicht. 5 und 4. Ja, toll. Sehr gut. Dann darf ich mir doch, ja. Dann nehmen wir hier nochmal die 4. Und kaufen uns nochmal so ein Paket, was jetzt total dumm war. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wow. Ganz knapp. Hallo, Spiel. Spiel, Spiel, Spiel. Hallo. Ach da, okay. So, dafür kriegen wir nochmal 10 Auspunkte. Also in einer Sache muss ich auf jeden Fall sagen, komme ich ordentlich weit. Und das ist das aktuelle Nebenevent mit den Hauswappen. Weil ich muss das ganze Event an einem Stück durchhauen. Ich kriege Hauspunkte für Hauspunkte für Hauspunkte. Und bin mittlerweile, glaube ich, wir können ja gerne mal gucken, einsammeln. Na gut, erstmal die Szene hier. Du meinst also, dass Rev eine Art toten Winkel hat? Genau, wenn du in ihrem toten Winkel bist, kann sie dich überhaupt nicht sehen, wie ein LKW-Fahrer auf der Autobahn. Das erklärt auch, warum sie so oft foult. Sie sieht die anderen Spieler einfach nicht. Das Problem ist nur, dass ihre Teamkollegen nicht gesagt haben, wo ihr toter Winkel ist. Das ist nicht das einzige Problem. Es gibt keine Taktiken, die darauf ausgelegt sind, den toten Winkel eines Gegners auszunutzen. Da müssen wir uns eine Taktik ausdenken. Hast du genügend Zeit, um dir eine völlig neue Strategie auszudenken? Es wird knapp, aber bis zum Quidditch-Finale werde ich mir etwas für dich ausdenken. Das könnte der Vorteil sein, den wir brauchen, um den Quidditch-Pokal zu gewinnen. Ich glaube zwar nicht, dass wir einen solchen Vorteil brauchen, aber damit haben wir bessere Chancen auf den Quidditch-Pokal. Vielen Dank, Gesichtsbemalungskind. Du hast unserem Haus einen großen Gefallen getan, auch wenn dich das Spiel als einen Gegenstand ansieht. Ihr könnt mir danken, indem ihr Ravenclaw besiegt und den Pokal gewinnt. Ich muss mich an die Arbeit machen und ein neues Manöver erfinden, das darauf ausgelegt ist, einen toten Winkel auszunutzen. Das ist meine bisher größte taktische Herausforderung. Daniel und ich werden uns auf unser Training konzentrieren. Ich habe mir mehrere Übungen ausgedacht, um unser Team zu stärken und unseren Ersatzjäger zu integrieren. Ja, den können sie integrieren, aber das Gesichtsbemalungskind wird diskriminiert. Sky möchte bestimmt davon erfahren. Ich erzähle es ihr nach dem Training, wenn sie überhaupt mit mir redet. Das wird sie. Mit diesem Wissen können wir die Verbindung zwischen Sky und unserem Team wieder kitten, womit nicht die Katzenbabys gemeint sind. Ich werde nach dem Training mit ihr reden. Vielleicht hat sie sogar eine Idee, wie wir Revs toten Winkel ausnutzen können. Ja, das wäre vielleicht eine Idee, Daniel. Können wir noch eine Aufgabe machen? Ja, theoretisch zeitlich wäre es möglich. Wollen wir mal gerade eben gucken. Ah, ja gut, dann machen wir zum Abschluss nochmal eben dieses Freundschaftsspiel, Leute. Also, Moderator Daniel, kommst du wieder rüber? Ja, sehr gut. So. Ach scheiße, jetzt habe ich mir keinen Soundtrack ausgedacht. Und das Spiel beginnt, meine Damen und Herren. Hier ihr Moderator Daniel Granger. Und wir werden hier gemeinsam wieder einmal... Ach so, Moment mal, ich kann gar nicht Daniel Granger sein, weil der ist ja schon im Spiel. Dann bin ich der Moderator DagiLP. DagiLP, der Moderator. Und wir sehen Daniel Granger, wie er mal wieder den gleichen Move macht wie in den ganzen anderen Spielen zuvor. Sie unterscheiden sich eigentlich nie wirklich. Warum kann das ein Team nicht durchschauen? Was ist da los?
Und er bringt genau den gleichen Move und genau aus der gleichen Seite wirft er den Ball wieder rein. Also wenn das nicht eindrucksvoll ist und überhaupt nicht langweilig, dann weiß halt auch keiner mehr weiter. Was dieser Slytherin auf der Hufflepuff-Tribüne macht, das weiß auch niemand. Aber das interessiert auch nicht, weil für uns als Quidditch-Moderatoren natürlich nur das interessiert, was auf dem Spielfeld passiert. Daniel ist anscheinend ein bisschen betrunken und macht da komische Grimassen zu den anderen Spielern. Ob das eine Taktik ist oder ist er einfach nur ein bisschen, Dagi-dumm? Wahrscheinlich Dagi-dumm. Vielleicht auch beides. Man kann es nicht genau wissen, Leute. So, er macht auf jeden Fall die Grimasse erfolgreich und schafft es damit, dass der eine Spieler verwirrt wird und weggekickt wird. Das gab mehrere gebrochene Rippen, Krankenwagen, ahoi. So, beginnen wir mit der dritten Runde in diesem wundervollen Spiel. Daniel Granger mit dem Quaffle in der Hand reißt, er surft auf seinem Besen an drei Spielern vorbei. Eine atemberaubende Aktion. So, schafft er es? Schafft er es? Schafft er es? Er schafft es. Natürlich, weil das Spiel es drauf anlegt, wie gesagt. Also man kann es kaum nicht schaffen, außer es ist ein richtiges Spiel und kein Freundschaftsspiel. Und er macht ein Tor mit seinem Surf, Surftrick, genau. Sehr gut. Und Daniel Granger ist mal wieder der Auslöser für den Sieg für das Team von Hufflepuff. Jetzt können wir nochmal Daniel Granger beglückwünschen, ihn abklatschen und alle freuen sich, dass Daniel Granger im Team ist. Schön und ja, gut. Damit haben wir das geschafft, Leute. Nochmal 3 Hauspunkte einsammeln. Yay. Oh Gott, was war das? Ja, Leute, das war das Freundschaftsspiel zum Ende der Folge. Und als nächstes müssen wir uns mit Sky treffen. Ich kann jetzt nicht reden, ich muss noch was erledigen. Ja, da sind wir mal gespannt, was das ist, was ihr erledigen muss. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und wenn ihr das ganze Format gerne nochmal nachschauen möchtet oder es vielleicht noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne von Folge 1 ab die ganze Playlist hier anschauen, die auch an der Seite verlinkt ist. Und ja, dann könnt ihr die ganze Geschichte um Daniel Granger sehen von Jahr 1 bis zum aktuellen Jahr 6. Und ich kann euch sagen, Leute, das ist viel. Und von daher wünsche ich euch allen ganz viel Spaß dabei, wenn ihr das machen möchtet. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann. Ciao!